Der Mord an ihrem Freund und Vater ihrer drei kleinen Kinder, Bradley Lewis, hatte im November des Vorjahres für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt macht die Britin Abigail White wieder von sich reden. Das frühere Erotikmodel, das bei OnlyFans 60.000 Euro pro Jahr verdient hat und dort auch unter Fake Barbie bekannt ist, jammert, weil sie im Frauengefängnis Eastwood Park keinen Sex haben kann. Wie britische Medien berichten, schrieb der Ex-OnlyFans-Star aus der Strafanstalt: Mir ist aufgefallen, dass weibliche Insassen und ihren Partnern keine Übernachtungsmöglichkeit geboten wird. Die Leitung der Anstalt, die für rund 400 weibliche Gefangene verantwortlich ist, soll unsere Bedürfnisse berücksichtigen. Ob es für Abigail White dazu vor 2040 kommen wird? Unwahrscheinlich, denn das frühere Erotikmodel wurde wegen Mordes zu 18 Jahren Haft verurteilt. Frühestens 2040 kann erstmals über eine Bewährung entschieden werden.